braver Schüler. Ja, ich war schon, also brav im Sinne von, dass ich jetzt nicht so aufmüpfig war. Ich war schon total gerne gequatscht und auch immer gut abgeschrieben. Aber ich war jetzt nicht einer von den Aufmüpfigen, der irgendwie unhöflich dem Lehrer gegenüber war. Nee, also für mich war es damals total toll. Ich habe halt Fußball im Verein gespielt und konnte halt, und habe das halt wirklich tatsächlich auch Spaß gemacht und durfte dann jetzt auch noch in der Schule Fußball spielen zusätzlich. Und das war jetzt anfänglich tatsächlich total toll, weil ich einfach extrem viel Fußball spielen konnte. Zum Ende hin wurde es dann echt ein bisschen zu anstrengend. Also umso mehr man lernen musste, umso schwieriger wurde es, weil ich einfach nur noch Sport gemacht habe und komplett fertig war die ganze Zeit. Ich bin ja so ein praktisch veranlagter Typ. Und dementsprechend war Mathe und Physik war genau meins. Es war logisch nachvollziehbar und konnte mir keiner erklären, dass ich irgendwas falsch interpretiert habe, weil es einfach eine klare Struktur hatte. Und dementsprechend ja, ist mir einfach am leichtesten gefallen. Oh, mein absolutes Hassfach war politische Weltkunde, aber weniger wegen des Faches als wegen des Lehrers. Weil der war an sich total ein netter Kerl, aber der hat dieses Benotungssystem einfach nicht verstanden. Also der kam wirklich rein nach so einer Klausur und hat dann der Klasse erklärt, dass wir uns alles stark verbessert haben und richtig gut waren und gut ist ja 2. Und dann hatten wir halt einen Durchschnitt von 4 minus. So, ne? Und Leute, die irgendwie vorher irgendwie dann auf dieser 15-Punkte-Skala halt irgendwie einen Punkt hatten bei der Klausur davor, zu denen ist er halt wirklich dann vorher hin und meinte, ey, das war richtig, das hat sich richtig gesteigert. Ne? Dann kriegt er seine Arbeitszeugin halt 2 Punkte. Das ist eigentlich total einfach. Hab einfach nach dem Abi war einfach für mich klar, Musik dauert noch eine Weile, weil wer will schon irgendwie einen 18-, 19-jährigen Menschen vom Leben singen hören? Ich hätte ja nichts zu erzählen gehabt, außer dass ich irgendwie Fußball gespielt habe. Und mich hat es einfach interessiert. Also ich habe mit Kirche nichts am Hut, ich wollte nicht Pfarrer werden, hätte damit nie, niemals irgendwie einen Beruf ausgeübt. Aber mich hat einfach interessiert, woran Menschen glauben. Und der Studiengang wurde halt wirklich von Leuten gelehrt, die das wirklich glauben und nicht von jemandem, der das irgendwann mal gelesen hat. So von wegen, die glauben das und das und so. Dementsprechend war das extrem einleuchtend. Pauschal kann man auf jeden Fall sagen, dass wenn man Sänger werden möchte, muss man singen. Es wird niemals irgendjemand kommen und dich, keine Ahnung, in deinem Wohnzimmer zu Hause entdecken und alles für dich machen. So, man muss es tatsächlich selbst schaffen, indem man einfach so viel wie möglich singt und seine Stimme dadurch schult. Und in meiner Welt, in meiner idealen Welt auch noch. So, man wird versuchen, Songs zu schreiben. Und die ersten Songs werden immer fürchterlich sein, das muss einfach klar sein. So. Aber ne, wenn man den fürchterlichen Song geschrieben hat, wird man den einfach nicht nochmal so fürchterlich schreiben. Dementsprechend kann es nur besser werden. Und das muss man halt einfach machen. Und dann wird am Anfang keiner zuhören. Es wird am Anfang keiner feiern. Aber es wird sich halt irgendwann auszahlen.